Hey, komm zurück in den unendlichen Weiten von. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir stecken. Ich versuche mir gerade einen Weg nach oben zu bahnen, weil da unten war mir das jetzt echt zu blöd mit dem Obsidian-Gedöns und so. Aber irgendwie. Einige probieren sich halt einen Weg nach oben zu suchen. Ich suche mir noch einen Weg nach unten. Ja, du willst fallen, ich will aufsteigen. Das ist. Kann man gehupft wie gesprungen sehen. Ich steige ja auch auf in der Stimmt. Materialsammlung. In der Materialsammlung hoffst du jetzt auf eine Beförderung? Wieso Beförderung? Ich Chef, du nix. Dieser Mann, ne? Was er sich immer einbildet, ey. Hammer. So, mal noch eine Bandage hinter die Kiemen werfen. Hinter die Kiemen. Hinter die Kiemen. Was willst du da mit einer Bandage? Das sage ich dir nicht. Hast du da Blutungen? Ich meine Frau. Ich hab halt auch mal meine Tage. Bist ein Fisch. Du bist ein Und Fisch. ein Fisch darf seine Tage haben. Das ist eigentlich so diskriminierend. Let's make it fishy. Fischig. Aber ja, wir können uns nichts Schöneres vorstellen, als zuzugucken, wie man 5 Stunden lang an einem Block rumkratzt, um ein bisschen Gold daraus zu pöddeln. Alter, dagegen ist diese C-Action interessanter. Ich habe hier echt gerade ganz gut Material gefunden. Ja. Gold, Eisenerz, Silber hatte ich jetzt Das sagen ist wir auch ein. dein Glück, wie du kommst ohne was nach Hause. Was dann? Ja, siehst du dann, Junge. Junger Fischboy. Du weißt, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel ruhig zu sein. Ja, dann halt mal die Backen. Sagte der Krümel und kam aufs Maul. Was du dir immer einbildest, ne? Du denkst immer, du wärst der King von allen, wirklich. Nee, das Irgendwann fliegst du so dezent damit auf die Fresse. denke ich nicht. Ich bin nur dein King. Nein, du bist nicht mein King, das kannst du vergessen. Och. Das habe ich dir schon oft genug gesagt. Definitiv bin ich dein King. Träum weiter. Ich träume nicht. Ich bin ganz klar wach gerade. Träum du weiter deinen Traum von rosa fliegenden Schweinchen mit Engelsflügeln. Weil ich mich auch langsam, glaube ich, entscheiden werde, wieder nach oben zu gehen. Wobei, nee, vorher nehme ich noch ein bisschen was mit hier. Also bis ich oben bin, ist wahrscheinlich Weihnachten. Das ist dann mein Weihnachtsgeschenk. Merry Christmas und so. An der Oberfläche. Ich habe irgendwie erst mal in Videos gesehen, haben Leute Material in die Lava getan, also in Magma, haben da dann Ressourcen freigekriegt, aber irgendwie scheint das, glaube ich, jetzt haben sie irgendwann weggepatcht, diese Sache. Ich hatte das nicht irgendwann mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ach so, schade, sonst hätte ich dich da reingeworfen und darauf gehofft, dass ich einen besseren Partner bekomme. Geht nicht, besser als ich. Schon wieder so ein gebildeter Typ. Manchmal muss das sein, ich muss dich ja irgendwie zurechtweisen. Manchmal, das ist immer so. Ich muss dich ja irgendwie zurechtweisen. Kriegst es Was noch. bin ich denn, Hühnchen oder was? Nee, sonst fängst du noch an, mit deinen Höhenfliegern abzuheben. Alter, das ist ein richtiger Macho. Ich hasse Machos. Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit dem abgebe. Bist du eigentlich Macho? Alter, das ist voll das Macho-Gehabe hier. Ich bin der King und du bist nix. Bist du Ghetto oder so? Ich bin ein ganz lieber netter Kerl. Ja, nicht mal, wenn du schläfst. Nee, wenn ich schläfe, bin ich ein Bär. Wenn ich schläfe? Ja, Ich wenn ich schläfe. schlafe. Wenn ich schläfe, Ja, das ist jetzt das neue Wort für schlafen. also Das ist schläfen. das Dabern Deutsch. Ah, Deutsch Starborn, Starborn Deutsch schläfen. Das ist dasselbe wie mit Ponstern, ne? Ja, Ponster. Ponster, genau, Ponster. Da oben sind Ponster, ich sehe sogar zwei. Aber vorher hole ich mir das Kapper, bevor ich zu den Ponstern gehe und mit ihnen eine Teerunde gestartet.
So, ich werde aber glaube ich auch mal anfangen, weil unten so richtig gut ist das jetzt hier unten nicht mehr. Möchtest du auch etwas Darjeeling-Tee? Meintest du jetzt Darjeeling-Tee oder Darjeeling-Tee? Darjeeling-Tee, Shiri. Nein, eigentlich eher einen schönen Thiele-Tee. Schön, Schwarztee, lecker. Muss sein. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde mir gleich einen Schwarztee gönnen nach der Aufnahmesession. Schön. Und du wirst keinen bekommen, weil du hast ja dein Malzbier. Und du gibst mir auch nichts ab. Kein Malzbier mehr. Das ist alle. Oh, eine Runde Mitleid. Oh. Das hast du mir weggetrunken. Was? Ich habe einen Schluck davon bekommen. Ich durfte es dir immer nur holen. Ich hab mich ehre, ich durfte die Malzbier holen. Und dann habe ich sie mir mal mit Schwung in die... Das ist so deutlich. Was denken hier meine noch, ich bin gewalttätig. Alter, die ist gewalttätig, Alter. Du stehst drauf. Das ist nur nicht so. Da. Er mag es halt. Das sagen aber andere Leute ganz andere Dinge über dich. Die sagen, Alter, zum Glück bin ich weit weg von ihr, wenn ich was über sie äußere. Sonst muss ich ja damit rechnen, dass ich gleich wieder AIDS vor die Fresse kriege. Ja. Huch. Hallo. Sie sind aber niedlich, Sir. Danke, Sir. Dankeschön. Das ist voll. Merkt er was das zu dem Thema? Sie ist nicht brutal. Aber wie sie töten? Klar, sie fragt vorher, aber. Ich würde sagen. Macht das die Sache besser? Ja, ich habe den Anstand und habe gefragt. Ja. Das ist ja auch nicht brutaler, weil. Marke. Nein! Du weißt, du wirst gleich sterben! Ja, das ist nicht brutal, das ist politisch korrekt. Ja, da freut sich jeder drüber. Oh, ich werde sterben, cool! Ich hab Bescheid gekriegt, ja. Das funktioniert so nicht. Wer treibt das denn jetzt hier gerade krass unter die Gürtellinie? Tu dich! Du? Nein? Doch, doch. Alter. Wenn ich's unter der Gürtellinie treibe, oder? Du weißt, dann werden diese Videos FSK 18. Kommt auch an, was man darunter versteht. In beiderlei Hinsicht wäre es FSK 18. Ich weiß ja nicht, was du darunter verstehst, aber... Weil in irgendeiner Weise wird es dann auch zu eklig und die Ausdrücke ein bisschen zu hart. Ich habe mich ja gestern Nacht, da habe ich einen Film gesehen, ich habe keine Ahnung, wie er hieß, ich habe ihn draufgeschalten. Und der Typ kletterte gerade an so einer hellen Wand, ich weiß gar nicht, wie das heißt, halt hier so Bergsteiger-like, ne? Und irgendwer bastelte eine Voodoo-Puppe von ihm und hat dann halt angefangen, Messer reinzuschlitzen und so. Schlitz, und Schlitz, Schlitz, oder was? Nee, einfach nur so, erstmal so ein Schnitt in den Bauch. Und hat ihm dann halt, ups, ich habe meine Spitzhacke gedrückt, und hat ihm halt dann, nochmal in den Brustkorb gestochen und so, dann hat er eben den Arm abgebrochen und das sah sehr lustig aus, muss ich gerade behaupten. Als er dann da das Ärmchen von dem Typen abgebrochen hat, musste ich echt schon lachen. So knack! Und weg war das Ärmchen. Dann ragte dann noch so ein Stück vom Knochen raus. Das war ganz cool. Hat er. Ja. Aber ist ja just Ketchup, ne? Das ist nur Ketchup, denk mal. Ja, das ist ein spezieller angerührter Brei. Macht immer alles zu dicht, alle Klischees muss er mal kaputt machen. Ja. Huch! Ich hab die Stromrechnung nicht bezahlt. Wo ist der Licht hier? Peter, mal gucken, ob meine Hacke so lange hält, wie ich oben bin, ey. Sonst gehe ich in. Kannst du die reparieren, wenn du Gold gefunden hast? Mit dem Goldohr kannst du sie reparieren, Kind. Ach, sag nicht. Doch, ich sag die doch, weil du das gut willst. Und so nett bist du die. Wie schön, dass ich das Spiel erfunden hab. Ah, selten so gelacht. Da jetzt spring da hoch, du Scheißfisch. Hier ist das neu. Aua. Ich beleidige ein Stück Maschendrahtzaun. In the morning.
Maschendrahtzaun in the evening. Nein, nein! Geht weg, ihr zuckerbewuffelnden Viecher, ihr Zuckerbälle. Steht nicht über mir! Zuckerbälle? Ja, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Pfefferminzbrocken. Die sind doch gerne mal weiß und rosa und so sah das Ding jetzt halt aus, das Monster. Was? Aber ich kam jetzt gerade nicht auf diese Pfefferminzbrocken, deswegen. Was bitteschön rauchst du? Möchtest du das wirklich wissen? Ich rauche gar nicht. Ich bin nicht Raucher. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass du Tabak rauchst. Ich rauche auch nichts anderes. Ich schnüffel vielleicht mal an gebrauchten Unterhosen, aber das ist was anderes. Leute, ich brauche eine neue Let's Play-Partnerin. Meldet euch unter der 0800. 6x8. Genau, das ist seine Nummer. Thanos ist in Wirklichkeit nämlich Callboy. Deswegen, ich bezahle ihn dafür, dass er mit mir spielt. Jetzt wisst ihr das. Ja, sie ist Sue drin. Ja, genau, vor allem. Aua, ich komm da nicht hoch, Mann. Ich bin Zuhälterin und ich halte ihm nämlich immer den Mund zu, damit er keine Scheiße da hat, so wie jetzt zum Beispiel. Aber leider bin ich manchmal so schlecht in meinem Job, dass ich das nicht hinbekomme. Also ich bin auch schon am überlegen, ob ich das wieder an den Nagel hänge, weil das hat keinen Sinn. Nicht bei ihm. Nein, ich bin auch gerade da hoch, ich will nicht wieder runterfallen. Alter, ich... Ach, warum bin ich denn schon wieder tot? Fast. Also ich brauche definitiv mal einen Planeten, wo wir hier Lianen finden, weil ich habe keine Bandagen mehr. Meine Stimme geht gerade flöten. Ich stelle gerade fest, dass ich schon hier auf eine Kleinschicht getroffen bin. Aber ist ja egal. Da ist sogar Material drin. Ich stelle gerade fest, dass Wasser das ist. Oh. Das ist sehr schön. Jetzt kannst du dich waschen also. Nein, das kann ich nicht, weil da fehlt mir Shampoo für. Shampoo. Dusch das oder sowas. Ach, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg nach oben. Es leckt gerade. Es leckt gerade. Ach, daran machst du das fest, weil es leckt. Ja. Sehr interessant. Alter. Diese Vorstellungs diese Erkenntnisvariante ist auch neu. Das ist gut, oder? Du bist doch nur neidisch, gibst zu. Scheiße, wo bin ich denn hergekommen? Aus dem Wald, ruft es rein. Ah ne. Draußen vom Wald, da komme ich her. Und ich muss euch sagen, es regnet gar sehr. Nein, eigentlich scheint gerade die Sonne, mal wieder. Es hat die Nacht übelst gepisst. Ich muss sagen, es hat wirklich echt geschüttet hier. Was hat es denn rausgeschüttet? Es hätte eigentlich nur ein Gewitter gefehlt und es wäre die beste Voraussetzung für ein Horror-Let's Play gewesen. Ich habe aber leider keins. Also ich habe kein Horrorspiel auf dem Rechner oder so. Die verträgt doch nichts. Wer hat denn hier Schüsse? Du oder ich? Du? Ja, auf jeden Fall. Ich esse bei Horrorfilmen noch. Wenn es schön blutig wird am besten. Weil das ist auch kein Horror, das ist einfach nur Splatter. So, ich nähe mich zwar irgendwie was nach oben, aber ich weiß nicht, wie weit der Weg noch ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ich schaff das, weil ich ein Mann bin. Weil ich ein... Gab's ein Lied bei Werner? Ich bin ein Mann. Oder so irgendwie was in der Art. Gab's sowas bei Werner mal. Ja. Oh, Gott, ist das verwirrend. Ich komm nie wieder nach Hause. Ja, es hilft mir natürlich, mir die ganze Decke auf den Schädel zu jumpen.
weil ich dann auch eher nach Hause komme. Na! So, ich habe die nächste Steinbarriere gefunden. Alter, Hilfe! 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 Ja? Was? Ey, Sand tötet mich nicht, hoffe ich. Du kannst drinnen ersticken. Das stimmt. Oh mein Gott, nein, ich will nicht runter. Alter, ich will nach oben, nicht nach unten. Echt? Scheiße, leck mir doch die Wand. Warum so. Sollen wir deine Wand lecken? Damit die mal sauber wird. Und ich will das Streichen sparen. Nein, Alter! Mach's selber! Nee! Meine Zunge ist noch ganz taub von deinem Wandlecken. Ich hab letztens 23 abgedeckt. Das sieht auch so gut aus. Alter! Was? Ich glaube, ich bin oben. Glauben ist nicht Wieschen. I think. Oh yeah. Oh mein Gott. Oberfläche. Oh, hier ist definitiv Talons gewesen, das sieht man. Jetzt habe ich fast einen Abgang gemacht, ey. I'm leave, I can fly. Los, Brenner! Brenner, du Hühnchen! So, ich verziehe mich mal aufs Schiff und suche mir jetzt mal einen anderen sexy Planeten, nachdem ich umgelagert habe. Was haben wir denn gefunden? Ich habe gefunden einen Heckpillar, einen Heckaltar, ein Schild, 10 Tall Wooden Torch. Diese Dinger schmeiße ich mal weg, die brauche ich kein Mensch. Diese kleinen komischen Köpfe. So. Ich bin auch 30 Jahre, dann bin ich auch wieder irgendwann oben. Ja. Also Pillarkacke habe ich auch weg. So, 15 Diamanten, yeah, das ist auch eine gelbe Ausbeute. Ich habe sogar Platinum gefunden. Cool. Ja, that's really nice, aber ich hätte mal gerne eine andere Waffe oder so. Ich hätte mal kurz was essen. Nein. Essen, Alter, so darauf doch was zu essen zu dürfen. Könnte auch anlegen, weil ich nicht sterben will. Steh nicht so an, du Pussy. Oh, ich hab noch mal, bevor ich ganz oben bin, noch mal ordentlich was an Eisenerz und Kohle gefunden. So, mal gucken, was wir jetzt für einen Planeten finden. Wir nehmen. Aber ich merke, ich komme nach oben, es wird nicht kälter. Ja, es ist auch Nacht da oben. Wir nehmen jetzt Alpha Bram und was ist ein Huhn? Das ist so ein kleiner Forst. Ich hätte aber gerne einen großen Forst. Gerade einen großen, da ist ein, ja, ein mittelgroßer Forst. Egal, da fliegen wir jetzt hin. So, Billy Bob. Ich muss aber meine Spitzhacke gerade reparieren. Zack, zack. Zack. So, dann müssen wir uns bald mal daran machen, wenn wir nur haben, endlich mal das scheiß Ufo zu rufen und da so, yeah, und dann so, ne? Alles tot. Dann schmeiße ich sofort das Ufo und sag, nimmt sie statt mich. Schnappt sie euch, sie hat euch gerufen, sie wollte euch töten. So eine feige Sau und ein Verräter dazu, der Typ. Das, Hammer. Es fehlen mir die Worte gerade, ganz ehrlich. So. Mein Charakter ist nackig und kriegt kein BH. Das ist, was soll denn hier Material? Das Video jetzt, muss das Video FSK 18 machen. Ja, so muss ich. Speicherst du den Sand bei dir? Dann schmeiße ich meine nämlich gerade alle weg. Ein bisschen Glas und so später. Kannst du einschmelzen. Nö, ich schmeiß das jetzt. Ja gut, ich behalte mal 2000er Blöcke und das. Suppe wäre jetzt nicht schlecht.
Ja, eine Suppe hätte jetzt was. So. Wir sind Alpha Bram 41-2A und es ist ein fucking Eisplanet. Warum ist das ein Eisplanet, Alter? Ich bin auch im Forest gelandet. Warum ist hier Schnee? Alter, warum? So cool. Talons, mach was. Ist Schnee. Zieh dich warm an. Alle mal bitte weggucken, um sie töten. Okay. Aber interessanterweise friere ich nicht, also geht's wohl. Also noch nicht, jedenfalls. Ich hab's, Hallo. Ich hab's vielleicht auch bald geschafft, ey. Wir sehen uns bald wieder, Leute. Bloß nicht, bleib weg. Alter. Ich habe gerade extremste Lags, ich fürchte fast, mein Server verabschiedet sich gleich. Was irgendwie uncool wäre. Aber nur irgendwie. Schnee, Schnee, Schneekoppel. Am See ging das nie. Ach nö. Na, Fettbacke. Chillig. So. Oh, Leute. Hast du geschafft? Nee, noch nicht. Aber ich näher mich dem der Erdoberfläche wieder. Ich muss mal zurück. Ich will dich einsperren. Aber ich mache jetzt erstmal eins. Ich muss nicht mich erstmal kurz wärmen. Weil sonst schaffriere ich nämlich. Was ich sehr faszinierend finde, ist. So, Wicked Robot Hacker habe ich bekommen. Mal gucken, was wir da bekommen haben. Two-Handed. Das ist auch Two-Handed. 12, also 81. Ja, bleibe bei meinem Stab, weil das Ding bringt es nicht wirklich. Mit nur 10 Damage ist das jetzt hier. Das war der. Och, was? Wer? Stirb, Assassin! Oh yeah. So. Wäre das auch erledigt. Auch schon wieder einen Banditen bekommen. Wo ist eigentlich Batman? Was ist jetzt mit Batman? Ich will Batman. So, Holz. Schade. Ich hab was gefunden, ich hab was gefunden, aber ich trau mich da nicht runter. So, Leute. Mit den Lex. Burat wird sich jetzt auch verabschieden. Alles weitere auf dem neuen Planeten werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich werde mich derweil mal nach oben buddeln. Ihr werdet mich in der nächsten Folge wieder ganz normal sehen, außerhalb des Planetens. Weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich werde euch das nicht noch weiter antun. Naja, Surat, sagst du tschö? Niemals! Doch, sag es! Sag es! Nein! Cheerio! Ciao!